Ein Hallo und herzliches Willkommen hier im November. Ja, es ist Tag 36, wir haben November, es ist kurz nach 6 und ja, es scheint ein bisschen zu regnen. Aber das soll uns nicht stören. Wunderbar, sieht's aus. Ja, unsere Basis nimmt auch Vormann. Ich habe hier ein bisschen Licht gesetzt. Wir müssen dann nur noch mal schauen, dass wir das dann hier nachholen. Und am Ende wird es hier eine ganz schöne Sache werden. Ja, wunderbar, so sieht's aus. Okay, wir haben letztens hier den Sandstein gemacht und davon bin ich immer noch sehr begeistert. Das ist wirklich eine schicke Sache. Was wir nicht machen können, wäre wahrscheinlich dann das hier drunter. Ja, das weiß ich noch nicht, ob das so funktioniert, ob man da überall rankommt. Ich glaube, im Zentrum wird was frei bleiben. Ne? Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber müssen wir uns vielleicht mal von unten ranbauen. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Gut, wie sind meine Werte? Ein bisschen nicht so schön. Da muss ich mal gucken, haben wir noch was auf dem Feuer hier? Nee. Habe ich noch ein bisschen Wasser einstecken? Naja, auch nicht so tolle. Gut, dann machen wir das anders. Dann machen wir das so. Und so. Und wir essen erstmal was. Halte ich für eine gute Idee. Ja, ich habe momentan keine Rationen mehr. Und die Anfangsspielrationen, ja. Die sind nett, aber das ist es auch. So. Noch eine Kartoffel hier. Dann nehmen wir noch eine. Wunderbar. Und dann sieht das doch schon gut aus. Dann sind die Werte fast perfekt. So. Ja, heute nach der Folge könnten wir nochmal fahren. Da könnten wir nochmal ein bisschen Kobalt holen. Dann müssen wir ungefähr, naja, für zwei wird es vielleicht reichen. Ups, müssen wir mal schauen, ne? Gut, was liegt heute noch an? Ich habe ja bei den Technologien, haben wir ja alles, ne? Da brauchen wir nichts mehr. Was wir jetzt mal machen können, wir könnten zum Spaß in die Dörfer gehen, looten und alles verkaufen. Das könnte man machen. Aber im November ist schon wieder so ein bisschen kritisch, ne? Das heben wir uns mal für nächstes Jahr auf, dass wir da ein bisschen an Geld und an die Schematics kommen. Ich werde also jetzt hier im Winter überbauen. Und ja, dann werden wir halt das ein bisschen zusammen machen. Lässt sich halt nicht ändern, ne? Gut, dann haben wir das. Angeln ist ja auch nicht im Winter, ne, dass wir die Lampen fertigstellen können. Durch dieses Fischöl brauchen wir da, glaube ich. Und ja, müssen wir sehen, wie wir machen. Gut, ich würde jetzt erstmal, irgendwo waren hier Bretter, genau. Und die würde ich auch mal einsammeln. Dass wir die Kisten hier erstmal so ein bisschen sauber haben. Das sind wahrscheinlich nicht alle. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo Bretter. Okay, ja gut, dann war es das schon. Sehr schön. Dann haben wir den Lehm haben wir hier. Ne, warte mal, den hat man hier, war das Zeug drin. Okay, das haben wir. Ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir das mal so. 1, 2, 3, jawohl. Eins kann ich zurücktun. Und wir werden mal... Der Ernte dort vorne, ne? Also gut. Wir werden mal das hier machen. So, und... ein bisschen was davon. Und mal gucken, ob wir dann unten irgendwann mal die Spikes auch aufwerten können. Doch momentan brauche ich eben mehr an Barren. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie viel wir jetzt hier unten drin hatten. Ob das schon reicht. Und dann sehen wir weiter. So, wir haben also 16 Bretter, 16... warum habe ich 36 Nägel? Ich brauche doch plus 8, ne? Warte mal ganz kurz. Wo muss ich da? Warte, hier. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Mineralextrahierer. 8, 8, genau. Und das sind. Ja, dann passt das. 8, 8 sind eigentlich 16. So. Dann haben wir das auch. Das sind auch 16. Hier haben wir jetzt 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18. Dann sind das 20. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 28. Das nehme ich mal mit. Und dann fehlen uns noch nochmal 8 Stück. Das ist ja kein Problem, das kriegen wir hin. So, die sind bald fertig. Was habe ich hier oben noch drin? Okay, dann räume ich das mal hier rüber. Was den Sandstein und das Lehm angeht. Quatsch, Sandstein und Ölschiefer, sowas. Okay, die kann ich mal hier zurück tun. Das ist auch nett. Pflanzliches war hier. Ja, also so viel brauche ich auch nicht, ne? Ihr merkt es. Dass wir das eigentlich nicht brauchen. Gut, dann. Ja, so sieht es ganz schick aus. Ich kann nochmal da unten hingehen. Genau. Die Nacht ist ja rum. Mal sehen, ob wir hier noch was haben. Und das Licht kann ich ausmachen. Ja, ist wirklich tolles Wetter, ne? Aber es wird eben auch bald kalt werden.
Das ist eben auch ein Faktor. Das ist eine Kartoffel, die nehmen wir mal mit. Ups, so. Sehr schön. Sehr schön. Ja gut, das wird bis heute Abend hoffentlich halten, wenn wir es wieder kontrollieren. Und dann sehen wir weiter. Warte mal, hier ist ein Hühnchen. Hühnchen ist immer gut. Ja, tut mir leid, aber da müssen wir mal eingreifen. Ja, und Früchte haben wir ja wirklich wahnsinnig viel. Und da kann ich übrigens mal bei den Tieren gucken, ob die sich schon... wo renne ich denn hin? Oh Gott. Was war denn das? Da habe ich nicht aufgepasst. Entschuldigung. Da war ich abgelenkt. Na nü, aber das haben wir gut überstanden, muss ich mal sagen. Ich habe eigentlich schon den Knochenbruch gesehen und dass wir uns in 10 Minuten wiedersehen, geheilt. Naja gut. Glück gehabt. Okay, jetzt muss ich mal was trinken. Das ist ja... So. Der macht hier sein Ding. Ja, den können wir auch mal anstecken hier. Jawohl, den lassen wir mal laufen. Wir sind da ziemlich voll. Gut, dann nehmen wir mal das hier. Das war soweit voll. Wie sieht es denn bei dir aus? So. Wunderbar. Dann nehmen wir hier was weg. Okay, dann werfen wir mal die rein. Ja. Und das tun wir mal dahin. So, wunderbar. Glas haben wir bekommen. Wo habe ich denn das Glas? Ach, das haben wir gerade gemacht. Genau. Warte mal, Glas war hier. Da. 3 Stück. 10 Sand. Okay. Gut, haben wir. Tierisches kommt da rein und nochmal pflanzliches. Das nervt mich aber auch langsam hier mit den Dingern. So, gut, okay. Also, dann haben wir heute auf der Agenda. Wir können mal auf die Karte schauen. Wir haben jetzt so gesehen, haben wir ja eigentlich nichts mehr, was wir machen müssen. Außer natürlich unser Palast hier weiterbauen. Und da würde ich gerne mal mit euch oben schauen. Ja, und ich würde es mal provisorisch anzeichnen, dass wir da so ein bisschen... Plan haben, und zwar Konstruktionen. Dann würde ich erstmal anfangen mit den, wo sind sie denn, Wände, hier sind sie. Ja, genau. Das, ach, das geht jetzt auf einmal doch. Seit wann geht denn das? Aha. Das ist ja interessant. Seit wann geht denn das? Aber hier oben geht's nicht. Okay, warte mal, da bin ich gerade entsetzt, dass das geht. Wir werden das mal provisorisch setzen. Ob wir hier auch die Biege kriegen. Ging das schon immer? Ist mir nicht bewusst. Ja, hier haut es irgendwie nicht hin, ne? Ist das derselbe Winkel? Nee. Das ist aber schade, dass das jetzt hier nicht will. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn das jetzt funktioniert hätte. Ja, ich weiß nicht genau, wo er sich hier ausrichtet. Das sieht wiederum gut aus. Ja,
Na, hier könnte ich ja so eine Tür reinmachen, dann ist es halt ein bisschen moderner Bau. Das gucken wir uns mal an, ob das so funktioniert. Nee. Ja. So nicht. Weiß ich, ich probiere das gleich mal, ob das passt mit so Türen hier. Nee, passt leider nicht. Das ist ja mal schade. Aber ich habe da noch eine andere Idee. Das kann ja ein bisschen moderne Kunst sein, wenn das sich hier angliedern lässt. Lässt es aber auch nicht. Das geht raus. Das ist ja das, was ich eigentlich nicht will. Hätte man einen Ausgang. Das ist ja mal echt schade, ne? Haben wir da keine Möglichkeit, das zu umgehen? Da eine einfache Tür rein, aber ich krieg's ja dann auch wahrscheinlich oben mit den Sachen nicht gebaut. Ne, das war nichts, was ich wollte. Ja gut, dann ist es nicht so, wie ich will. Aber das wäre schon ganz schick gewesen. Da wären wir denen nahe gekommen, was so meine Vorstellung gewesen wäre. Aber ich habe noch eine andere Idee, ob ich das hinbekomme, weiß ich allerdings nicht. Ja, manchmal ist es halt komisch, ne? Manchmal will das Spiel nicht so, wie wir wollen. Wenn ich das so mache, komme ich ja hier noch vorbei. Aber das sieht natürlich jetzt nicht so schön aus. Aber... Will er nicht. Der will einfach nicht. So hätten wir es zu. Aber ich kann ja hier kein Dach drauf kriegen. Ne? Das sieht ja dann irgendwie komisch aus. Okay, dann können wir das erstmal so knicken. Und dann machen wir das 0815. Aber das wäre natürlich jetzt cool gewesen, wenn das gegangen wäre. Aber ich glaube, ich habe das auch schon mal probiert in einer anderen Staffel. Und da war das, glaube ich, derselbe Effekt, ne? Das ist natürlich dann schade. So. Naja gut, lässt sich nicht ändern, ne? So. Dann haben wir das. Ups. Da fände ich auch cool, wenn du hier einfach nur irgendwie einen einfacheren Knopf hättest. Naja, egal. So, dann werden wir das anders machen. Dann machen wir es halt mit Vierecken, ja? Dann muss das halt so sein. So zum Beispiel. Na toll. So. So. Und so. Und jetzt hoffe ich, dass ich das alles... Haben wir das richtig gesetzt? Ich muss das mal prüfen. Ich weiß nämlich nicht, ob der das hier doppel snappt. Nee, das ist schon in Ordnung. Ist alles linkslastig, glaube ich. Hier sieht es so aus, als hätten wir... Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht. Ich habe jetzt noch nie einen gesehen, aber... Aha. Okay, er macht doch einen Unterschied. Dann müssen wir das nochmal checken. Quatsch, das war das Falsche. Oh. So, jetzt nochmal mit Schmackes. Mit aufpassen. Natürlich hat er zwei Plattformen. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass er das nimmt. Aber dafür, man sollte nie von etwas ausgehen, ne? Man sollte immer alles kontrollieren. So, okay. Dann machen wir es nochmal. Türchen hier. So, innen. Innen. Sehr gut.
Weil ansonsten haben wir nämlich irgendwo vielleicht einen Riss. Und das sieht dann nicht schön aus. Genau. Gut. Dann nehmen wir den nächsten. Ja, das müssen wir jetzt dann leider so machen, ne? Weil das andere nimmt er nicht. Ich kann es nochmal probieren. Das ist leider sehr schade. Was wir natürlich machen könnten, wäre das. Aber da weiß ich, nee, das werden wir nicht hinkriegen. Weil da die Elemente nicht mitspielen. Die sind, gehen zu weit rüber, ne? Muss ich da auch aufpassen? Oh nee. Haben die das geändert oder habe ich das nie beachtet? Das kann natürlich sein, dass ich das nie beachtet habe. Gut. Dann mache ich das mal. Wie gesagt, dieses Abreißen ist, wenn du mal so zwei hast, ist das ja okay, aber so. Dann machen wir das jetzt nochmal ganz professionell, hoffe ich. Ja, und hier muss ich es ja draußen lassen, ne? Sonst sieht es irgendwie blöd aus. Ja, wir werden das mal probieren. Wie ist denn das, wenn ich die jetzt so raussetze? Was sagst denn du hier dazu? Sieht nicht so prickelnd aus, ne? Auf der anderen Seite ist das eigentlich wurscht, ne? Hier passt es jetzt aber nur, weil wir die rausgesetzt haben. Ich weiß gar nicht, da habe ich nie drauf geachtet, auf das. Das ist ja... gut, dafür werden wir eine Lösung finden. Ich will jetzt nicht die ganze Folge damit rumgammeln, aber das war natürlich jetzt auch mal ein wichtiger Aspekt zu sehen, wie das läuft, ne? Denn, ja... Okay, gut, dann haben wir das. Ich tue nochmal hier was rein. Haben wir hier noch was drin? Jawohl. Die können auch mit rein. So, dann machen wir erstmal das und das. So, und da sind wir schon wieder dabei. Okay, dann hatte ich noch hier drüben welche drin. Gelagert. Nö. Nö, das ist alles. Aber ich glaube, ich brauche mal einen Treibstoff, ne? Dann nehmen wir mal einen mit. Ja, ich brauche natürlich dann auch hier für die ganzen Sachen Barren ohne Ende, aber das kriegt man dann schon hin. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dann hat man hier 2, 4, 6, 28, 29, 30, 33. Das heißt, mir fehlen noch 3. Kannst du mal aufhören, bitte? Danke. So, 3 Bahnen. Die kriegt man auch rein. Die nehmen wir jetzt als nächstes mit. Dann fahren wir mal rüber und gucken uns das derart mal an. Der schwankt hier oben immer, wenn er hier hochläuft. Ne? Merkt ihr das? Der will immer runterspringen. Und dann sehen wir weiter. So, wunderbar. Ist gleich soweit. Ich gehe derweil nochmal was essen hier. Ja, der Mike hat zu tun. Mit irgendwas. So, Kartoffel. Machen wir noch eine Kartoffel? Machen wir das noch? So, dann sieht das so fast perfekt aus. Und Essen haben wir hier. Nehmen wir noch so ein Fleisch. Und wollte man das nicht mal anstellen? Das haben wir schon angestellt, das ist ja ein Ding. Wo war denn das jetzt drin? Ich habe kein Leben mehr, ne? Na, dann ist das relativ sinnfrei. Ja, gut. Dann läuft der Strom ins Leere. Wie sieht das eigentlich mit Batterien aus? Können wir da noch was machen? Ich meine, ich brauche jetzt nicht so viel Strom. Na, ich würde ja auch die andere Batterie gerne holen. Aber im Moment.
Könnte man vielleicht nochmal gucken. So, Blei, Alu, Kupfer. Naja. So, gut. Das ist drüben fertig. Dann haben wir jetzt die letzten drei, die wir mitnehmen. Halt, hier wollte ich rein. Und Treibstoff habe ich unten drin. Dann gehen wir los. Fahren wir mal in die Höhle, setzen jetzt noch die zwei Extraktoren. Wir können mal gucken, was das Kobalt sagt. So, über den Winter über werde ich ein bisschen Ressourcen organisieren, dass wir nicht immer solche Farming-Runden mit drin haben, weil wir ja auch zum Beispiel zum Sandstein ziemlich weit fahren und das vielleicht nicht so, ja, nicht so spannend ist. Würde ich vorschlagen, dass wir, dass ich einen Tag im Winter jetzt für Sandsteinbesorgung nehme. Ja, dann nehme ich mir Essen mit und mache mal den ganzen LKW voll. Und dann werde ich ein paar Ressourcen noch machen, ein paar Bahnen noch herstellen. Das werden wir noch am nächsten Tag vielleicht machen, weiß ich noch nicht. Dann werden wir ein bisschen mal Haus bauen, ein, zwei Tage. Und dann sollte der Winter auch schon wieder rum sein. Ne? Dann haben wir jetzt haben wir November, Dezember den Tag mit den Sandsteinen. Januar und Februar ein bisschen Hausbau. Und dann sind wir schon wieder im nächsten Jahr. Feine Sache. Ja, da müssen wir wahrscheinlich wieder Ausflüge machen, denn wir brauchen Geld. Aber im Winter, wie gesagt, mache ich das ungerne, weil es einfach zu unschön ist. Und diese Winterstürme sind ja nur auch nicht der Brüller. Ich meine, wir sind gut gewappnet, aber ja. Ich müsste mal mir noch neue Stiefel, glaube ich, machen. Denn die sind wohl nicht mehr so aktuell. Gut, jetzt habe ich das Zeug nicht mitgenommen. Das macht aber auch nichts. Wir können das gerne mal setzen. Konstruktion. Platzierbares, nehmen wir das. So, da haben wir schon mal was drin. Ja, reinfahren können wir ja leider nicht mehr. Das ist leider sehr schade, aber dann ist das so. Gut, dann nehme ich das mal raus. Wir tun das wieder rein. Wie viel können wir denn noch? Das ist ein bisschen schwer. Das lassen wir mal. So. Wir wollen uns ja auch bewegen, ne? So, wunderbar. So, machen wir die Lampe hier an. Haben wir das auch? Sehr schön. Dann können wir den Rest hier mitnehmen, ne? Naja, ist ein bisschen schwer. So. So, dann machen wir hier Kupfer. Und vorne machen wir Alu rein. Die Frösche werden immer mehr hier. Das ist meine Wache. Die Höhlenwache. So, und dann machen wir hier Aluminium rein. Sehr gut. Läuft. Läuft Kupfer. Und Kobalt. So, sehr gut. Kann ich mal hier rein tun. Ja, und dann können wir demnächst wieder mitkommen. Und dann haben wir auf alle Fälle mehr, ne? Aber rein theoretisch geht es auch mit einem. Es dauert halt bloß ein bisschen länger, ne?
Aber wir haben ja jetzt schön gemacht, dass wir die Produktion haben und dann sind wir da auch schon auf dem besten Wege. So, wunderbar. Ja, wenn das Schäfchen noch da ist, würde ich mal gucken, ob wir das noch mitnehmen können. Ja, ja, alles gut. Müssen wir mal gucken. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber ich würde es eben gerne für die Wolle, ne? Ich meine, es gibt ja auch für die Wolle zum Beispiel, könnte man auch den Cheat-Befehl benutzen, aber das ist jetzt auch nicht so der Brüller. Weil wenn du hier mal 5, 6, 7 Teppiche oder irgendwas legen willst oder irgendwas mit Wolle, dann bist du schon echt am Mehren, dass du so viele Schafe gibt es gar nicht auf der Karte. Ja, bist du nur am Suchen. Das mit dem Leder geht ja relativ schnell, aber ja, da war es weg, ne? Naja, auch nicht so schlimm. Gut. Ja, wir sind jetzt am Tag 36. Das heißt, rein theoretisch müssten alle Sachen, die wir gelootet haben und die wir gemacht haben, auf Null sein. Wo war denn das letzte? Wir hatten die letzten zwei, drei Dörfer. Waren ungefähr... Ne, die sind noch nicht auf Null. Das sind ja 10 Tage. Ja, die noch nicht, aber das ist nicht so schlimm. Das kriegt man auch hin. So, wunderbar. Licht kann ich ausmachen. So, die brauchen hier auf jeden Fall Eisenbahn. Oh, wow. Das hatte ich nicht mehr auf dem... Na gut, das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Fischöl und Kupferbahn. Ja gut, da haben wir was zu tun. Ja, wenn das Kobalt nicht mehr benötigt wird, können wir da auch gerne dementsprechend das dann ändern. Eisenbrocken haben wir hier. Ja. Haben wir Stromüberschuss? 108. Okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, ich schaue nochmal nach dem Rechten, ob wir hier... Wo ist es denn? Haben wir es nicht dabei? Nee, haben wir nicht. Vielleicht nochmal... Obwohl, Lehm will ich jetzt auch nicht mit euch klopfen. Was hätten wir denn noch? Wir hätten hier noch Eisenbahn, wir haben hier noch Aluminium, Bretter, Kupfer und Nägel. Mhm. Wäre auch eine Option. So, dann nehmen wir das mal raus hier. Und das. Und das. Dann machen wir hier ein bisschen Vorbereitung. Ja. So, wunderbar. Ach, siehst du, habe ich das... Kobalt habe ich drin. Das werden wir gleich mal als nächstes machen. Gut, dann gehen wir mal hier in den Amboss und werden die mal umwandeln. Da haben wir wieder 30 Nägel. Und dann kann ich mal die Sachen, die wir jetzt benötigen, die Nägel zumindest reintun. Schrauben haben wir ja keine. Ne, das war hier nicht benötigt, oder? Ne. Das haben wir ja nicht, aber das brauchst du auch nicht. Was hast denn du hier? Ah, hier waren die ganzen Schränke. Die brauchten natürlich ein bisschen was. Da fehlt uns wieder was. Gut. Werden wir gleich nochmal schauen. Weißt du was? Ich werde mal den Sand wegmachen. Und dann nehme ich mir den Rest hier mit rechter Maustaste. Genau. Dann habe ich da nämlich wieder was. So. Und der Winter ist da. Haben wir denn was angezogen? Mal gucken. Wo ist meine Jacke? Wo ist meine Jacke? Nee, warte mal, die war hier. Ups. Die war hier, die muss ich noch anziehen. Sonst wird es eventuell kalt. So. Ja, Schuhe weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war ja immer noch so, dass die gingen, obwohl die kaputt waren, haben die trotzdem ihren Wert gebracht, ne? Ja, müssen wir mal gucken. So, wo wollte ich jetzt hin? Dahinter wollte ich eigentlich. Genau. So. Sehr gut. Dann haben wir das und als nächstes machen wir das Kobalt. Mhm. Ups. So. Hier waren wir noch nicht fertig. Haben wir. Ja, dann müsste ich mal gucken. Bretter brauchen wir jetzt jede Menge. Da müssen wir nochmal dafür sorgen, dass das gemacht wird. So.
Ja, ich dachte, die sind schon fertig. Okay. Schäfchen habe ich gehört, ne? Ja, das hat jetzt auch gedauert, oh. Warte mal, das war auf der 3. Und jetzt ist es bestimmt weg. Da ist es. Es rennt immer so ein Dreieck irgendwie, ne? Und tschüss. Nee, warte mal. Da kommen wir ja nie an. So. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt die Zeit und werde Sandstein organisieren. Nächsten Tag und vielleicht auch noch den übernächsten, je nachdem, wie lange es dauert. Hups. Und dann haben wir hier auf alle Fälle was zum Aufwerten für den restlichen Winter. Ja, ich Holz holt ja auch der Mike, das ist kein Problem. So, siehst du, der ist ganz schnell hier. Und ja, das ist es. Zehn Bretter brauchen die immer, das ist aber auch ganz schön, ne? So, was sagst du hier zu deinem Ölstand? Der ist okay. So, was habe ich denn noch hier drin? Ich werde mal den Kobalt einschmelzen. So, haben wir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Und daraus könnte man jetzt nochmal Nägel machen. Da haben wir jetzt genug. Was brauchst denn du hier eigentlich? Eisenbahn und Schrauben. Schrauben haben wir drin. Ja, dann. Gut, das läuft. Oben können wir dann mal schauen, was wir dann brauchen. Und ich habe ja in den Schränken auch noch was, ne? So, wunderbar. Warte mal, wir haben da was drin. Siehst du, dann sind die nämlich auch weg. So, wie viel haben wir denn noch? 17. Ja, ich könnte dir natürlich hier auch mal noch eine schöne Sache reinstellen. Aber da hat man ja gesagt, das sind Dinge, die war. Küche. Das Wasser haben wir. Badezimmer. Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich hier. wenn wir das so machen, aber okay. Ja, das machen wir später. So, okay. Dann haben wir selber hier erstmal nichts. Wo hatte ich denn noch was gesetzt? Das waren jetzt Fischel, Eisenbahn und Kupferbahn. Das ist das, was ich gerade nicht habe. Das läuft.
Und ich kann jetzt mal... Ja, es hat nicht gereicht, der Kobalt, aber zwei kriegen wir auf alle Fälle fertig. Das heißt, unsere Erhöhung ist auf 150 jetzt gestiegen. Ja, wenn der fertig ist, sind das nochmal 80 oder 40 pro. Ja, und dann heißt es jetzt eigentlich im Endeffekt. Schmelzen, schmelzen, schmelzen. Aber da könnt ihr mir mal ein bisschen Holz holen, der Gute. Ja. Wenn der natürlich dann immer wegen drei Steinen hier geht, da bringt mir das auch nichts, ne? Ich mache jetzt mal die Holzkiste als erstes. Dann machen wir mal das Essen und dann machen wir mal die Steine. Oder? Steine als erstes und dann die Holzkiste? Machen wir mal so. Gut, wie sieht's denn aus? Unsere Angriffswelle kommt. Pfeile haben wir. Das haben wir auch. Ich gehe mal runter. So, dann bist du nämlich, wenn du in der Nähe bist, hast du noch Zeit nach Hause zu flitzen, ja? So, mal gucken, wann sie kommen. Da ist das andere Rücklein, das wollte ich ja auch noch holen. Dort hinten ist der Bär. Ne, Wildschwein ist das, ne? Der geht weiter seiner Arbeit nach, ne? Und ich... Was? Hi. Den habe ich gar nicht gesehen. Da hat er mich hier angedunst. Das ist einer. Ist hier noch einer? Ne, ne. Und wegen dir machen wir hier so ein Theater oder was? Ein Pfeil. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Steinpfeil. Ein Steinpfeil bringt 16 Mäuse? Okay. Könnte ich hier verkaufen, ne? Gut, dann würde ich mal Folgendes vorschlagen. Das räumt er nämlich auf. Das ist immer das Schöne. Dann würde ich das mal hier zerlegen. Und auch das. Okay, da ist das Holz dann weg. Das ist natürlich nicht so toll. Aber okay. So, das sollte er wegräumen. Hoffe ich zumindest mal. Und dann fetzt das auch ein. Gut, ich schaue jetzt mal bei den Tieren. Das wollten wir ja sowieso die ganze Zeit schon mal machen. Das sieht sehr gut aus. Ah ja. Ah, okay, das war die, der Nachschub, die stündliche jeweils. Okay, dann, ja, dann habe ich nichts gesagt, ne? Dann passt das ja. So, wie sieht's denn bei dir aus? Ich kann mal hier sowas trinken, oder? Ist zwar ein Talerchen, was das bringt, ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Aber wir trinken das mal heute. Ein Ei bringt auch einen Taler. Mensch, das sollte mal hier in die Eierproduktion gehen. Wie viel Essen habt ihr denn noch? Es ist, ja, es ist was da. Das war klar, dass das runterfällt, aber das macht nichts. Ja, mit dem Umbau bin ich so eigentlich ganz zufrieden, ne? Das passt irgendwo. So. Wunderbar. Tun wir das noch ein. Sehr schön. Okay, guti. Dann, ja, irgendwann wird Nachwuchs kommen. Ich wollte nochmal gucken, wo war denn der Pfeil drin? Hier sind die Pfeile. Dann werde ich nämlich nochmal nach der, nach dem Ziegenbock da schauen hier, nach der Ziege. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar.
Bloß noch einer, den ich habe. Ne, das ist ja nicht so schlimm, ne? So, müssen wir mal gucken, ob wir hier rauskommen. Ja, ich habe auch noch nicht darauf geachtet, ob die das gefixt haben, weil du hast ja früher, wenn du angeeckt bist, waren ja dann die Lampen kaputt und man konnte das ja irgendwie nie reparieren und das sah dann das ganze Spiel so aus. Das war ja immer ein bisschen blöd. Aber vielleicht haben sie das rausgenommen oder man kann das irgendwann mal fixen, je nachdem. So. Achso, dich könnte ich ja auch hier rein tun, ne? Siehst du? Läuft. Ja, sehr gut. Was haben wir denn? Eine Ziege und noch eine Ziege. Sehr gut. Ja, und irgendwann werden die dann auch mal sich vermehren. So, sehr schön. Dann machen wir das hier mit ihm hier. Wunderbar, haben wir auch. Das können wir mal alles hier reintun. Sehr schön. Das kann zurück. So, jetzt müssen wir mal Hände waschen. Da würde ich aber ganz gerne nochmal vorher vielleicht einen Schluck trinken. Wenn wir noch was haben. Jawohl, sehr gut. Trinken geht ja aus der Flasche, nur essen sollte da nicht mit die Hände. Das wäre jetzt nicht so prickelnd. So, wunderbar. Oh, wow. Na komm, wir gehen doch mal runter hier. Nervig. Tolle Physik. Ja, jetzt war irgendwas kaputt gegangen, ne? Na, warte mal. Dann machen wir es so. So, wunderbar. Und dann haben wir neue Extraktoren. Achso, das war das Glas. Ich habe gedacht, da oben ist schon wieder was. Neue Extraktoren. Wir haben die Sachen hier gebaut und jetzt können wir die auch nochmal ganz in Ruhe ordentlich setzen vielleicht. So, dann würde ich mal sagen, wir machen das mal so und so. Dann nehme ich den nochmal raus hier. So, wunderbar. Der war ja mehr oder weniger gut gesetzt. Wir müssen das bloß mal drehen. So soll das dann aussehen. So, dann nehmen wir den daneben. Aber ich finde es schon mal cool, dass er den jetzt so ausrichtet. Das ist echt schön. Da hat irgendjemand mal mitgedacht. Ich hoffe, dass das passt. Ich weiß nämlich nicht, ob das vom Winkel her so passt, aber war nicht ganz, ne? Dann würde ich das nochmal so machen.
Ja, das sieht ja gut aus. Sehr schön. Okay, Leute, dann können wir die Sachen hier einlagern und das ist doch schon mal. Achso, hatte ich Stahl? Ja, Stahl hatte ich. Na toll. Wieso habe ich hier so viel Zeug dabei? What the heck? So, sind wir ein bisschen leichter? Jo. Apropos die Pfeile. Steinpfeil wollte ich nicht. Wo haben wir denn eigentlich die Pfeile drin? Hier. Denn die können wir ja dann irgendwie jemandem verkaufen, wenn das so ein bisschen was bringt. Jetzt war ich leer, ne? Ne, doch nicht. Okay. Gut, das sollte hier rein. Jawohl. Sehr gut. Das ist aber eigentlich Stahl. Den würde ich hier lassen, weil wir sind drüben voll, ne? So, das ist ebenfalls Stahl, der bleibt auch hier. Da steht auch dran, Barren, haben wir zwei Kisten, können wir dafür nehmen. Und das ist es schon, mehr haben wir gar nicht über. Wir haben alles verbraucht, na, das ist ja ein Ding. Was habe ich jetzt drin? Blei? Weiß ich jetzt nicht, was Blei ist, das hier. Okay. Ja, sehr schön. Gut. Wie sieht's aus? Es wird dunkel. Wir haben wieder ein paar Kleinigkeiten geschafft. Ja, ist Kleinigkeiten gehören auch dazu. Wie gesagt, nächste Folge werde ich Sandstein besorgen. Ich werde vielleicht auch übernächste Folge, dass wir hier genug haben. Ja, und dann werden wir das Stück für Stück abreißen müssen, leider. Dass wir da irgendwie rankommen. Hier drin, das mag, glaube ich, gehen. Das müsste gehen, dass wir das so machen können. Aber Eisenbahn und Schrauben, Eisenbahn, ja, kriegt man auch hin. Und dann den Rest werden wir sehen, wie es läuft, ne? So. Nehme ich mal mit hier. Und das nehme ich auch mal mit. Und das können wir, glaube ich, mal nachfüllen. So, dann haben wir das. So, wunderbar. Halt hier Wanderbausteine. Genau. Sehr schön. Guti, dann können wir den auf alle Fälle schon mal fertig machen. Und dann geht es mit dem hier weiter, eventuell. Oder mit dem. Genau. Sehr gut. Dann haben wir auch eine Mülltonne. Können wir mal was wegtun. Oder zur Not was einlagern, je nachdem. So, okay. Brett natürlich nochmal hier hin, falls wir nochmal was haben. Und hier brauchte ich noch Eisenbahn 2. Ja, die wollte ich noch reintun. Und dann brauchen wir auch Lehm. Den Lehmextraktor, den hatte ich irgendwo gesetzt. Ja, unten am Haus. Da wollte ich nochmal schauen. Lehmextraktor. Ne, das war hier. Der braucht auf alle Fälle Schrauben, Stahlbahn. Aluminiumbahn, Mechanikteile. Stahlbahn, hat man jetzt gesagt, 6, ne? Schade, dass man es nicht anpinnen kann. Das wäre nochmal so eine Option hier. Okay, Stahlbahn habe ich 6, Aluminiumbahn habe ich nicht, Schrauben hätte ich und Mechanikteile. Schrauben sind nicht genug. Okay, und Mechanikteile waren es wie viel? Muss ich nochmal gucken. Mechanikteile 6 Stück. So. Ne, finde ich gut mit dem Sandstein, gefällt mir. Dünn, dünn. So, da haben wir schon mal was drin. Dann brauchen wir noch 14 Schrauben und Aluminium ist auch alle. Haben wir auch geleert. Ja, dann ist das so, ne? Gut, Leute, dann machen wir das so. Der Bau geht weiter. Ich werde das hier alles, wie gesagt, auf Sandstein machen. Oben machen wir Glas. Es hat oben leider nicht so funktioniert, wie ich mir das gerne gewünscht hätte, aber das ist nicht so schlimm. Das hier fliegt auf alle Fälle irgendwann mal weg. Und das werde ich dann auch hier jetzt so im Zickzack bauen. Ja. Dann haben wir hier draußen noch die Möglichkeit, eine Veranda zu machen. Da wäre zum Beispiel wieder cool, wenn wir das machen mit dem hier. Ja, mit dem Zeug. Das sehen wir zwar, ja, das sehen wir nicht so viel, ne? Wenn ich das hier so mache, ja, da sehen wir nicht so viel. Aber müssen wir unbedingt so viel sehen?
Oder soll es lieber schön sein? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ich denke, wir werden hier nicht so oft drüber schauen. Dann machen wir das lieber so. Jawohl. Und damit verabschiede ich mich in die nächste Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns hier gern wieder. Es werden jetzt ein, zwei Tage in-game hier vergehen. Wie gesagt, ich werde den Sandstein holen, weil das ist nur Geklopfe. Und ja, das ist es dann auch nicht, ne? Gut, ansonsten sage ich mal, bis dahin. Ciao, ciao und auf bald.